Hallo lieber Skorpion, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns den Monat September 2024 uns anschauen. Bitte bedenke auch, dass es eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren, aber es ist ja so, dass du das nimmst, was auch mit dir in Resonanz geht, also quasi unter die Haut. Du spürst das, das ist deins. Und wenn es nicht deins ist, lass es los, ja? Was du machen kannst, ist, lieber Skorpion, auch hör dir deinen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen, valutiere das Ganze und dann setzt du es so um, wie du das für dich brauchst, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir starten, lieber Skorpion, mit diesen wunderschönen Orakelkarten der Symbole. Also wir schauen uns mal, was man uns mitgeben möchte auf dem Weg, symbolisch, für alle Skorpione, ne? Für den Monat September. Auf was sollten wir achten, was könnte auf uns zutreffen? Es kann auch gut möglich sein, dass du diese Situation schon erlebst. Ja, das ist auch so eine Sache. Was haben wir denn hier? Motivation. Gib niemals auf. Ne? Es ist wichtig, dass du nicht aufgibst, dass du jetzt hier irgendwo eine Situation hast, die dich auffordert. Ja? Die dich jetzt wirklich motivieren möchte, dass du jetzt sagst, Katja, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, ich weiß nicht, ob das mein Weg ist, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob das jetzt beruflich ist oder in der Liebe, dass du sagst, ich habe eine Person kennengelernt, aber ich weiß nicht, ob ich richtig motiviert bin. Also, Motivation kommt dir raus, gib nicht auf, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir auch motiviert sind von etwas. Wenn du jetzt denkst, dass es nicht deine Situation ist, dass du sagst, nee Katja, ich möchte nicht mehr, ich habe schon genug gemacht, ich bin schon genug motiviert gewesen, ich denke, die andere Person soll auch etwas preisgeben, die andere Person soll auch etwas machen, ja? Oder auch tatsächlich beruflich, du sagst, ich habe alles gegeben, was ich geben konnte, was sollte ich denn noch tun? Weißt du, es gibt auch Situationen beruflich, in denen wir alles geben. Wir geben alles. Und es gibt halt solche Personen auch, ich sag mal so, die nie glücklich sind mit dem, was wir hergeben. Das bedeutet dann für mich eine klare Antwort. Ich passe nicht mehr in dieser Struktur. Also ich würde sagen, lieber Skorpion, du passt nicht mehr in dieser Struktur. Du bist nicht mehr der Mann oder die Frau, die jetzt in diesem Raum mit diesen Personen, in dieser Situation, was es auch immer ist, in dieser Beziehung sein sollte. Manchmal motivieren wir uns sogar zu sehr und wir sind immer diejenigen, die alles tun und die anderen leider nada, gar nichts. Ne? Also, wenn es okay ist für dich, dass du sagst, ja Katja, das ist genau das, was ich brauche, Motivation. Aber hey, ich habe mich schon motiviert, ich habe ja quasi alles gemacht, aber diese Person oder die Situation hat nichts hergegeben. Also weißt du ganz genau, motiviere dich jetzt auf neue Dinge, auf was ganz Neues, lieber Skorpion. Wir wissen jetzt ganz genau, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, sorry lieber Skorpion, retrograde. Pluto geht wieder zurück in Steinbock, der war im Wassermann, der ist noch im Wassermann. Aktuell, wenn du dieses Video anhörst, heute, der ist noch im Wassermann, aber am 2. September, das ist auch wichtig, weil da ganz viele Dinge geschehen sind. Also wir wissen ganz genau, wie es viele Menschen, also viele Sternzeichen nicht so gut getan hat, ja, also es hat ganz viel gemacht, aber in der Hinsicht, wir müssen, es geht nicht anders, ne? Also die Astrologie zeigt immer zwei Seiten, das ist jetzt nicht unbedingt negativ, positiv, sondern diese Schattenseite in uns, ja, die wir bekämpfen müssen und er ist rückläufig, genau, rückläufig, ist mir nicht eingefallen davor, rückläufig, genau,
Und das ist nämlich auch nochmal so ein Anhang, das ist auch nochmal wichtig, weil viele Menschen gewisse Dinge nochmal in Frage stellen. Es werden viele Dinge noch geschehen. Ja? Also wir sind noch ganz am Anfang. Jetzt zur Zeit kommen noch ganz viele Nachrichten raus, in dem das alles, was wir erlebt haben mit dem Corona, das war ja gar nicht so, wie es wirklich war. Also die Menschen, die immer sozusagen die Spinner waren in der Situation, die Komplottisten, ja, in Wirklichkeit ist es so, sie waren nicht Spinner. Sie haben die Wahrheit gesehen, ja. Aber es ist ja so, die nutzen diese Energie aus, ne? Also die höhere dunkle Macht nutzt diese Energie aus und vor allem alles, was mit Pluto zu tun hat, ja. Das habe ich schon mal gesagt. Das ist sehr tiefsinnig, ist auch sehr dunkel, diese Seite. Man kann sie bearbeiten. Wir als Menschen, wir sollten immer konstant bleiben. Wir sollten immer innen schauen und nicht draußen. Also das ist das Gleiche, was auch hier in Deutschland gerade passiert. Ihr seht, die Menschen sind alle gespaltet. Alle sagen, nee, Kontra, ich bin das, die müssen raus, das sind das. Das ist eine schwierige Situation, da ruhig zu bleiben. Aber es ist alles in uns, ja, das ist das, was wir gerade machen. Es ist sau schwer, weil gewisse Dinge kann man nicht ändern, ja. Sie sind geschehen und wer hat diese Dinge geschehen lassen? Da oben. Und wir da unten kämpfen gegenseitig, obwohl wir diese Personen, diese Menschen oder das alles nicht gemacht haben. Ja? Also deswegen sage ich ja, das ist ein wichtiger Aspekt auch für dich. Deswegen erwähne ich es auch, weil für dich, lieber Skorpion, dass du Pluto, das ist dein Herrschungsplanet, ja? Da hast du ja noch mal wahrscheinlich mehr zu forschen, investigare, also ja, dass du mehr in die Tiefe reingehst. Das macht der Skorpion eigentlich immer in seiner höchsten Vibration. In der niedrigsten Vibration ist dann der Skorpion der Manipulator. Also er manipuliert gerne andere Menschen. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Ich sage immer, es gibt immer zwei Seiten, genauso wie im Stier, genauso wie Zwillinge, Löwe, Widder, alles. Alles hat immer zwei Seiten. Das ist eher so wie nicht dieses negativ-positiv. Das ist halt etwas, was hier ist, so. Aber es ist halt so eine Schattenseite und Lichtseite, ja. Und diese Sternzeichen oder auch die Tarotkarten besitzen diese Seiten, ja. Wenn du jetzt die Herrscherin nicht ganz lebst, dann bist du im Gegenteil von der Herrscherin. Du bist nicht jemand, der mit der Natur verbunden ist. Oder du bist der Magier. Aber was machst du als Magier? Du manipulierst doch andere Menschen. Also der Magier kann auch in seiner niedrigsten Vibration jemand manipulieren. Das ist damit gemeint. Deswegen das Input für dich nochmal. Geh in die Tiefe, schau, was dich wirklich motiviert und ob die Situation tatsächlich deine ist. Weil vieles, manchmal, wenn viele Energien unterwegs sind, so wie zum Beispiel jetzt, und viele praktizieren auch energetische Dinge, die auf sich Geister aufnehmen, Energien, passen wir auf. Momentan ist die Energie, die diese Vibration nicht perfekt, um solche Dinge zu machen. Also es ist nicht günstig, ja. Es ist nicht zum Wohl von uns. Also seien wir immer vorsichtig, das sage ich extra, weil ich kenne ganz viele Personen, die rumrennen und solche Experimente machen. Ja? Und vor allem, das ist ja nicht so, dass du nur zahlst. Die Menschen um dich zahlen auch. Also ich kriege Gänsehaut. Du schleppst diese Dinge mit, diese Parasiten, was es auch alles sind. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Das ist kein Kinderscherzzeug. Okay, du nimmst mir auf? Ja. Machen wir weiter mit dieser wunderschönen, also ich finde alle Orakelkarten, alle Tarotkarten sind wunderschön und es ist immer wichtig, auch die Karten zu loben. Ja? Sie sind da für uns und geben uns Indizien, helfen uns weiter. Wir schauen uns jetzt mal, was die metaphorischen Orakelkarten uns hier mitteilen wollen. Das sind ganz, ganz viele. Übrigens, es ist sau schwer, sie zu mischen. Gar nicht so einfach. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Jesus, was haben wir denn hier, lieber Skorpion? Entweder man hat jemanden verloren, sofort. Hier weint jemand. Guck mal, ich kriege Gänsehaut, pure Gänsehaut.
du hast hier so einen großen Schmerzen oder du hast jemand, der neben dir leidet. Du hast eine Person, in dem du gerade irgendwo nicht helfen kannst. Es kann deine Energie sein, du bist traurig. Guck mal, was dieser Mann schon hier verursacht hat, vor lauter Weinen. Du kannst sie auch selber interpretieren, auf deine Richtung, in deiner Situation. Aber hier kann man direkt sagen, hier stimmt etwas nicht, man ist traurig, man hat gewisse Probleme. Jemand, den man verloren hat vielleicht auch. Ja, es ist ja klar, ganz viele gehen von dieser Dimension, weil erstens, es muss Platz geschafft werden. Nicht von meiner Seite, also nicht, dass ich das Satz erfinde. Rudolf Steiner sagt es selber, wir sind zu viele geworden. Und die dunkle Seite, sage ich so, weil die, wo an der Spitze der Pyramide ist, findet, dass wir zu viele sind. Wir wissen ganz genau das, was sie jetzt mit Corona gemacht haben. Die ganzen Nebeneffekte, man merkt es auch an die Menschen, die krank werden, die aber auch diese Dimension verlassen. Und deshalb kann ja gut sein, dass du jemanden verloren hast, der dir sehr nah gestanden ist, kann aber auch gut möglich sein, du bist mit jemandem befreundet oder eine Schwester, ein Bruder, eine Frau, ein Mann oder auch ein Arbeitskollege, der gerade jemanden verloren hat und diese Energie überträgt sich. Also wir dürfen uns gar nicht wundern, also wundern wir uns nicht, wenn die Energie von dem Partner oder die Menschen, die wir lieben, übertragen wird. Nie sich wundern, weil es ist wirklich so, sie werden übertragen. Das ist kein Scherz. Wir sind verbunden. Das ist wie dieses Entanglement, das haben sie auch experimentiert. Es gibt Menschen tatsächlich, also meistens sind es die Neuner-Energie. Schaut mal in euer Geburtsdatum, zum Beispiel, das ist zum Beispiel 1989. Oder du hast die 9, du bist am 18. geboren, ja? Dann hast du die 9. Das sind Menschen, die irgendwo immer diese Energie an sich ziehen von anderen, ob das positiv oder negativ ist, weil sie sind der Eremit. Und der Eremit hat ja auch diese Aufgabe, andere Menschen zu verstehen. Und automatisch, also ich kenne ganz viele achtsamer Energien, Menschen, die diese Energie vom Eremit haben und die machen das nicht extra. Diese Menschen kommen zu denen, also man zieht sie automatisch an. Und es kann ja sein, lieber Skorpion, dass du hier das beziehst von anderen. Dass du quasi den Leiden von anderen auch spürst. Also du bist ja normalerweise auch sehr sensibel. Du bist jemand, der auch, ich sag immer wieder, also ich habe letztens, das ist schon, wir waren schwimmen und das ist Wahnsinn, es gibt keine Zufälle. Ich habe eine Frau getroffen, wir haben so, irgendwie ist es gekommen, dass wir gesprochen haben und die fragt immer nach dem Sternzeichen, mich interessiert das halt immer, weil sie mystisch irgendwo, sie hatte etwas, was nicht jeder hat. Das sind die Augen, du merkst die Augen von einem Skorpion. Dann habe ich sie gefragt, was bist du für ein Sternzeichen? Sagt sie Skorpion, aha, sagt schon alles, ja, also diese Leute haben einfach dieses gewisse Etwas. Ja, also Skorpion-Menschen erkennst du. Du erkennst sie auch Aszendent von den Augen. Die haben irgendetwas in seinen Augen, ja. Das ist manchmal magisch. Manchmal sind die Augen von Skorpionen magisch, ja. Ich sage es immer wieder. Also auch Männer haben diese tolle Energie. Natürlich, vor allem auch Männer. Ne? Also die haben auch diese wunderbare Energie. Nicht nur Frauen, ja. Wir loben hier nicht nur die Frauen, sondern auch unsere Männer, die hier zuhören. Ja? Und die Männer sind auch sehr in diese weibliche Energie. Das ist jetzt nochmal so eine Sache, dass ich ganz viele Männer kenne, die sozusagen Skorpion sind und auch in diese, ich sag mal so, in diese weibliche Energie sind. Ja? Also sie sind sehr sensibel, verstehen auch andere Menschen. Das ist aber positiv gemeint, ja, sehr positiv, weil nicht viele, also ich sag mal so, viele Männer leben in seinem Ego, sehr viele Männer und das sollte geändert werden. Okay, so, was passiert hier? Nichts Besonderes, sagt die Karte, also nichts Besonderes, lieber Skorpion, dass du jetzt hier irgendwie etwas Außergewöhnliches machst, vielleicht Dinge, die alltäglich sind, vielleicht Situationen, die du schon kennst, du kennst die Dinge schon. Nulla di nuovo, also ich muss jetzt sagen, das ist jetzt eine Karte, sie kommt auch oft raus bei Privatlegen oder auch bei mir.
Das bedeutet nicht, dass nichts passiert, sondern dass einfach die Dinge jetzt nicht deine Aufmerksamkeit nehmen oder Dinge, die du schon kennst, Dinge, die irgendwo dich schon mal beeinträchtigt haben, ja, und dass du jetzt nicht unbedingt diese Situation zum ersten Mal siehst. Es kann gut sein, dass etwas Neues in deinem Leben kommt oder gekommen ist, aber du kennst das schon. Du kennst die Dynamik von dieser Situation. So ist es gemeint, ja, dass man das auch versteht. Okay, schauen wir jetzt mal, was die Hexen uns erzählen wollen. Die Hexen uns sagen wollen bezüglich deiner Situation, sind die jetzt schon wieder rum? Ja, die sind ein bisschen gedreht. Affidarsi proprio istinto. Ich kriege ja richtig Gänsehaut bei dir. Freddezza o silenzio. So, jetzt kommt die Frage: Hast du mit jemandem Kontakt, der kalt ist gegenüber dir? Hast du mit jemandem Kontakt, der total kalt ist, der total abwesend ist? Hier haben wir eine abwesende Energie. Kann gut sein, dass wir wieder auf diese Energie zukommen. Dass es hier dieselbe ist. Oder du bist traurig, du bist nicht mehr dieselbe Person, weil du jemanden verloren hast, weil etwas in deinem Leben geschehen ist. Und du hast jetzt gar keine Lust. Also ich würde sagen, lieber Skorpion, es gibt mal solche Tage, solche Monate, solche Wochen, in denen man einfach irgendwie nichts tun will oder irgendwie keinen Bock hat auf andere. Das ist doch normal, das haben wir alle. Wir müssen nicht immer alle perfekt sein, immer Bock haben, etwas zu machen oder Bock haben, Freunde zu treffen. Also ich war auch mal in so einer Situation, an dem ich, das hat nichts damit zu tun, weil wir uns irgendwie ausschließen wollen oder nicht zu den anderen gehören wollen. Ich bin sehr offen. Ich bin ein Mensch, der wirklich sehr, sehr offen ist. Aber ich habe auch mal meine Bad Days. Ich habe auch mal meine schlechten Tage, an denen ich gar nichts machen will. An denen ich einfach mal mich relaxen will oder nichts hören will. Und auch manchmal gar nicht reden will. Ja, es gibt solche Tage, an denen ich gar keine Lust habe zu reden. Das ist klar, ich mache meine Karten wahnsinnig gerne, aber ich mache das Wichtigste, weil ich ganz genau weiß, ich mache das ohne Freude dann. Sonst ist es hat keine Wirkung. Und solche Tage können hier auch bei dir geschehen oder es kann gut sein, dass September solche Tage beinhaltet. Wir sind noch nicht mal in September. Wir haben ganz viele Tage, die auf uns warten. Nicht jeden Tag ist gleich. Jeden Tag ist etwas anderes, jeder einzelne Tag ist, sage ich mal so, besonders, sollte besonders sein, aber wir sollten nicht irgendwie unbedingt uns zwingen, ja, obwohl wir gar keine Lust haben. Also dieses Motivation, ja, es ist schön und gut, aber diese Motivation muss von Herzen kommen. Wenn sie jetzt von anderen kommt und andere uns zwingen, nee, das geht gar nicht, ja. Also ich sag mal so, motiviere dich selber, wenn du Lust und Laune hast, wenn du das machen willst, sonst lass es sein, ja. Dann ist es wichtig, dass du jetzt hier auch deinen Instinkt hörst. Du hast einen sehr guten Instinkt. Du weißt, was richtig für dich ist. Ich sag ja gerade eben, es ist wichtig, dass du das machst, was du willst und nicht, was die anderen oder wo die anderen dich motivieren wollen. Du könntest auch jemand sein, der wirklich mal eine Pause braucht. Es gibt Menschen, es gab auch mal bei mir so eine Zeit, ich sage es euch ganz ehrlich, also ist es immer wichtig, auch mit anderen Erfahrungen zu teilen, indem ich nicht spirituell war, indem ich nichts praktiziert mehr habe. Es war einfach mal Stopp. Ich wollte nichts hören. Nichts, gar nichts, nada. Ich wollte nichts hören mit Spiritualität. Ich hatte die Schnauze voll. Es passiert, wir sind Menschen. Und es sind solche Tage und es sind wichtige Tage, die man ausnutzen soll. Heutzutage werden wir irgendwo gezwungen. Ich höre, egal wo ich hinschalte, auch in YouTube, meine Videos hochlade. Oh mein Gott, ich habe manchmal wirklich die Schnauze voll von diesen ganzen Videos. Willst du das? Machen wir das? Spiritualität, ich lasse dich verändern. Leute, das ist alles Business. Business pur. Das, was wir hier auch machen, natürlich ist es auch Business. Ich bin auch drin. Aber wisst ihr, wir belästigen irgendwo die Menschen. Also ich finde das nicht korrekt. Weißt du, ich biete hier etwas an. Willst du das dir angucken? Okay.
Ich habe am Anfang auch Werbung gemacht. Ich mache jetzt meine Werbung ganz anders. Also ich verteile zum Beispiel meine Werbung oder ich gebe es Personen, die es dann weiterleiten oder Interesse haben. Weil ich gemerkt habe, stellen wir nicht die ganze Zeit solche Dinge vor der Nase. Die Leute bekommen da wirklich Augenschmerzen, Kopfschmerzen. Dann ist es irgendwo, also ich selber kann diese Werbung nicht mehr gestehen. Also ich kann sie nicht mehr sehen. Werde spirituell, dieses spirituell, ich mache dir das. Ich, Pause, Pause. Spirituell zu sein bedeutet auch mal für sich zu sein, das in sich zu lernen. Nicht unbedingt rausgehen, nicht unbedingt das zu machen, nicht unbedingt das zu tun. Wir wissen das, dass wir Probleme haben mit uns. Ja? Gib uns einfach mal die Zeit, gib uns einfach mal, ich sag mal so, Geduld oder gibt uns einfach mal Raum. Ja, Raum. Weil die, das ist so im YouTube, wenn irgendetwas modern wird, irgendetwas in ist, nonstop, 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 wie bis es zum Ohren rausgeht. Und gerade so eine Zeit hatte ich auch, an dem alles immer in YouTube kam. Ich kann das, ich mach dir das, ich biete das an, ich kann dir das machen. Das sind Werbungen, ja, okay, wir leben von diesen Werbungen. Wir werden auch bezahlt auf YouTube, das ist klar. Aber ich sage mal so, irgendwann mal bist du doch auch müde, sowas zu hören. Und dann gibt es auch, ich habe einen davon, das ist Wahnsinn, das ist so ein Typ, da bin ich auch sehr schockiert von ihm, den kennt bestimmt jeder, der kommt immer raus in den Werbungen. Das stört mich nicht, das ist kein störender Faktor. Nein, 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 nein. Das ist etwas in mir, in dem ich sage, Pause. Bitte klicke mal auf Pause. Das ist nicht störend, dass ich sage, oh mein Gott, es ist schlimm, weil dieser Typ es macht oder er es macht und ich nicht oder weil ich jetzt genauso dasselbe mache wie er. Das ist eher so eine Sache, in dem die Menschen dich aufdringen. Also wenn man auch ein bisschen in der Psychologie reingeht, und das tue ich gerade, und ich bin begeistert von dieser Psychologie. Also es ist alles Manipulation, was die Menschen tun. Ne? Also lassen wir die Menschen frei sein. Entscheiden müssen sie selber, ob sie jetzt zu dir kommen oder nicht. Ja, das bringt nichts, wenn ich jetzt Geschichten erzähle. Ich kann auch meine Geschichten erzählen und jemand leid tun. Versteht ihr, was ich meine, der Opfer zu spielen? Es gefällt mir persönlich nicht so die Art, wie man auf Menschen zugeht. Mit dieser Spiritualität. Und ich denke, du weißt, lieber Skorpion, dass du dir selber helfen kannst und dass du einen starken Instinkt hast und dass du nicht irgendwo jetzt auch mit anderen zusammenhängen musst oder irgendwie Party machen musst, egal was, dich mit Freunden treffen musst, damit es besser wird. Nein, du kannst auch mal für dich alleine sein. Ne? Du siehst auch hier, du bewegst dich, aber du bewegst dich richtig. Postament, also es kann gut sein, man bewegt sich, man hat Bewegung, man ist nicht passiv. Es kann aber auch gut sein, man betätigt hier eine Reise, eine wichtige Reise. Und welche ist das manchmal? Sogar oft die innerliche Reise. Wir brauchen nicht draußen zu suchen, sondern wir können auch hier. Ein Augenblick, Skorpion. Jemand klopft an meiner Türe. Ein Augenblick. So, lieber Skorpion, bin wieder zurück. Ich wurde ganz kurz gebraucht, ja? Okay, so, machen wir weiter. Wir haben ja gesagt, hier ist Bewegung. Wie gesagt, hier kann auch eine Reise, hier kann auch irgendwo eine innerliche Reise sein, die sehr wichtig ist, dass du hier gewisse Erkenntnisse bekommst, ja? Dass du weißt, die Antworten sind in dir und du bist hier jemand, der einen starken, einen sehr starken Instinkt hat. Und dass du quasi auch sehr viel aufspürst. Also das ist wie wenn du jetzt dieses Wolf bist. Und der Wolf ist ja mit der Natur sozusagen verbunden. Das ist eins mit der Natur. Er weiß ganz genau, wenn gewisse Dinge vorher geschehen. Und es gibt Menschen, die das Gespür haben. Also ein richtiges Gespür haben für die Situation. Ja? Okay, machen wir weiter mit diesem wunderbaren Glück. Okay. Dass wir uns hier auch schon mal freuen können. Jawohl. Okay, das war's. Ich hätte jetzt fast noch mal eine Karte gezogen, aber es reicht. Jetzt. Wow. Okay. Du wirst jetzt hier eine wichtige Reise führen. Diese Reise bringt dich
zu deiner Harmonie zurück, dass du glücklich bist. Es geht hier um dein Glück. Du musst jetzt hier etwas loslassen. Es kann gut sein, dass du wirklich eine Person in deinem Leben loslassen musst, ja, die nicht mehr hier ist. Okay? Es ist wichtig, weil nur so kommst du zu deiner Harmonie. Es kann aber auch gut sein, dass du jetzt hier eine Reise betätigen wirst, die sehr wichtig ist für dich. Vielleicht hast du irgendwo vor hinzugehen, wo du in Ruhe bist, wo du alleine auch bist. Es gibt Menschen, die sehr oft auch alleine reisen, nicht unbedingt 10, 20 Freunde dabei haben müssen. Oder allgemein betätigst du hier etwas, was aber dich glücklich macht. Das ist eine innerliche Reise. Ich sag ja, ich habe das Gefühl bei dir, lieber Skorpion, dass du eher jetzt nach dir, dich nach deiner innerlichen Wahrnehmung, dass du sagst, in mir stimmt etwas nicht oder ich weiß, dass irgendetwas da ist und ich muss es rausholen. Das ist wie wenn du alle Antworten schon kennen würdest. Ja? Und wie gesagt, du findest dein Glück, aber dein Glück ist vielleicht nicht da, wo du ihn gesucht hast. Sagen wir mal so, vielleicht ist es nicht da, wo du warst, mit den Menschen, wo du warst, sondern du findest dein Glück woanders, in einem ganz anderen fremden Ort. Das ist metaphorisch gemeint auch. Ja? Manchmal ist der Glück in uns selbst drin. Und wenn ich nach etwas suche, ich versuche jetzt auch mal noch meine Augen zu schließen, kommt nicht. Bei mir funktioniert das nicht so. Weißt du, ich kenne ganz viele Menschen, die ihre Augen schließen. Bei mir null mit geschlossenen Augen. Ja, ich schaffe das nicht. Bei mir sind die Augen offen, so ganz richtig offen. Also du betätigst hier diese Reise in dir, du findest das, was du nach dem, was du suchst und du weißt, dass es in dir ist. Und diese ganze innerliche Reise lässt dich etwas sehen, was du vielleicht bis jetzt nicht gesehen hast, was du vielleicht auch ignoriert hast, okay? Sagen wir mal, dass du gewisse Dinge in deinem Leben ignoriert hast oder nicht richtig gesehen hast, nicht wahrgenommen hast. Und jetzt siehst du dein wahres Glück. Also du gehst hier wirklich, lieber Skorpion, also es ist eindeutig, du bewegst dich Richtung dein Glück. Du wendest dich zu deinem Glück. Du findest dein Glück, deine Position. Das ist dein Kompass, der dich dahin geführt hat. Dein eigenes Kompass innen drin. Wir alle, also ich kenne ganz viele Projektoren, die Skorpion sind. Ihr seid gegrüßt, also ich kenne ganz viele. Und die haben, so wie ich das immer sage, wie heißt es, diese Zentralität, die ich auch bei mir, das ist wichtig, dass ich das habe, weil das ist wie eine Wahrheit. Das ist dieses zentrale Punkt, diese Wahrnehmung, dass du in dir geführt wirst. Ja? Und nicht alle haben das Punkt. Das ist so in diesem Human Design, bevor das Halschakra stattfindet, ja? Und viele Projektoren haben ja auch den Halschakra aktiviert, ja? Der ist definiert, weil wir damit reden, weil wir damit quasi ankommen zu den Menschen. Durch den Reden, ja? Holen wir etwas raus. Und dieses innerliche Kompass, der dich zu deinem Glück führt, der ist hier gut eingestellt. Also, er läuft perfekt. Du hast hier wahrscheinlich dein Glück woanders gesucht. Du wurdest vielleicht nicht angenommen oder du hast nicht die richtige Person gehabt. Und jetzt endlich siehst du, dass diese Harmonie von dir rauskommt. Dass du immer wieder dich gesehnt hast nach Glück. Oder man sucht doch manchmal das Glück in andere. Kennt ihr das? Wenn man oft denkt, oh, wenn ich jetzt mit ihm zusammenkomme oder mit ihr oder ich in einen anderen Job gehe, das kenne ich auch, glücklich werde. Das ist mir auch mal passiert, Leute, ja, dass ich gedacht habe, ich wechsle jetzt einen Job, Stelle. Von einem Büro bin ich zu den anderen Büro gegangen. Ich habe gedacht, die Menschen würden besser sein, mein Glück wurde besser oder ich hätte mehr Glück.
Am Ende habe ich gecheckt, dass ich das Problem war. Natürlich, ich war das Problem, ich gebe es offen zu. Das ist klar. Ich musste, bevor ich hierher gefunden habe, meine Lebensmission, meine Lebensmansion, musste ich ganz, ganz, ganz viel durchmachen. Weil das ist klar, ich habe so viele Jobs gewechselt. Wahnsinn, Wahnsinn. Weil ich einfach diesem Glück nicht gefunden habe. Weil jedes Mal es sich nach andere gerichtet hat. Also ich habe immer gedacht, das sind die Personen, die mir Glück bringen. Nein, falsch. Du bringst dir selber Glück, lieber Skorpion, so wie bei mir. Also es sind alles Erfahrungen, die ich sehr gerne teile. Deswegen ist es auch wichtig. Und ich bin in Sechser-Energie. Diejenigen, die in deinem Profil Sechser sind, wissen das. Wir geben unsere Erfahrung weiter. Wir teilen unsere Erfahrung mit anderen. Das sind die Menschen, die ganz, 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 ganz viel Erfahrung sammeln müssen auf dieser Erde und die dann es auch mit anderen teilen. Das ist eine ganz andere Energie von den anderen Profilen, ja? Und es ist wichtig, weil die Sechser-Energie einfach dieses Input haben. Es gibt viele Menschen, die hierher kommen, um Erfahrung zu sammeln. Wahrscheinlich 1000 Jobs, den richtigen zu finden. Das war auch so ein Unasfida, das war eine Herausforderung. Also denk nicht, dass es leicht war. Also, lieber Skorpion, ich habe auch nicht sofort meinen Mann gefunden. Nein, nein, überhaupt nicht. Das war nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, auch bei dieser Suche, dass ich nie ankomme. Und heute kann ich schon sagen, neben meinem Mann fühle ich mich angekommen. Also ich fühle mich schon wohl. Nur ich weiß, das ist klar, das ist immer im Hinterkopf, dass es nur passt, wenn wir zusammen kollaborieren. Also wenn der andere den anderen versteht und wenn wir zusammen harmonisieren, dass wir in einer Frequenz sind, weil auch morgen kann ich auseinandergehen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also jeder kann auseinandergehen. Diese Sicherheit ist nirgends, weil die Sicherheit will die Persönlichkeit. Die Komfortzone will die Persönlichkeit. Die Seele, die macht nur ihre Aufgaben hier. Ja, fertig. Ende der Diskussion. Ja, der ist es egal. Okay, so. Ja, du hast jemanden, der dich spioniert, der wahrscheinlich auch unsicher ist. Oder bist du das? Bist du das, lieber Skorpion? Du bist sehr vorsichtig. Du beobachtest hier erstmal die Situation, die Lage, du checkst ab. Wie ist es denn? Was will ich jetzt machen? Wow. Wow. Ich liebe das. Ja, guck das dir mal an. Also ich kann gut mir vorstellen, dass du wirklich mit jemandem zusammen warst und du vielleicht mit dieser Person nicht mehr zusammen bist. Ja, hier könnten wirklich Erinnerungen sein. Etwas, was du vermisst. Etwas, was nicht mehr so ist, wie es mal war. Ein Herzchen, ein ganz kleines Herzchen, ja. Okay, ich sag es mal so. Jemand hängt hier an Erinnerungen, ja? Es kann gut sein, das bist du, es kann gut sein, das ist die Person auf der anderen Seite, aber irgendwo will diese Person nicht vielleicht rauskommen in der Öffentlichkeit. Also es bedeutet hier, du könntest hier auch ein heimlicher Verehrer haben, jemand, der dich mag, jemand, der Interesse für dich hat, aber äußert sich nicht, ja? Beobachtet dich nur. Momentan ist es nur eine Beobachtung, ja? Ich sage mal so, diese Situation, die passiert ist, was es auch immer ist, ob du jetzt jemand verloren hast, lieber Skorpion, ich weiß, es hört sich jetzt hart an, aber viele Dinge hast du als Seele ausgesucht. Zum Beispiel, wenn du in einer Familie kommst, in der die Mama diese Dimension verlässt oder Papa oder zum Beispiel der Fall wie bei mir, die sind auseinandergegangen, das habe ich mir ausgesucht in dem bestimmten Alter. Ja? Also ich habe mir ausgesucht als Seele, dass ich in so eine Familie reinkomme. Versteht ihr, was ich meine? Also das hast du dir alles ausgesucht. Das ist il piano divino. Dieses divine Plan, dieses göttliche Plan, der hier uns alles sagt. Und nur wenn du diesem göttlichen Plan folgst, wirst du triumphieren. Nicht, wenn du in deine alten Gedanken bist oder in deine alten Situationen. Sei vorsichtig, lieber Skorpion auch. Was ist wirklich deins und was ist von den anderen? Und wo ist wirklich deine Leidenschaft in dem, was du machst? Also es ist wichtig, dass du jetzt hier nach der Seele dich richtest, weil auch zum Beispiel, das ist auch hier etwas Schönes, die Person, die du verloren hast, könnte hier über dich wachen. Ja? Also du spürst,
dass sie nicht ganz weg ist. Wieso? Erstens, weil du sie auch noch am Leben hältst. Also ich krieg richtig Gänsehaut, aber wirklich Leute, es gibt solche Menschen. Seid vorsichtig, wie ihr auch mit Bildern umgeht von Menschen, die nicht mehr in dieser Dimension sind. Ich sage nicht, dass ihr sie nicht aufhängen dürft. Natürlich, also ich habe auch den von meinem Opa, Schwiegermutter. Wir haben aber nicht viele. Wir haben nur eins, okay, jeder von diesen Bildern. Und wir haben sie auf einen, so wie das ist wie ein Altar. Und da haben wir Kerzen. Und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendwo etwas haben mit diesen Personen, die nicht mehr da sind, zünden wir diese Kerze an. Oder irgendetwas Außergewöhnliches passiert zu Hause, dann zünden wir auch diese Kerzen. Aber wir wissen ganz genau, dass diese Menschen schon vielleicht sich auch inkarniert haben. Ja? Also wenn es der Fall ist, dann ist nicht er oder sie diese Person. Weil hier ist jemand, der gegangen ist, aber der sich noch nicht wahrscheinlich inkarniert hat. Weil er oder sie noch über dich wacht. Das ist wie wenn diese Person mit dir eine spezielle Verbindung hatte oder hat. Weil man redet hier über Vergangenheit, klar, aber diese Person ist auf eine andere Dimension, die wir nicht jetzt richtig wahrnehmen, aber ich denke schon, du ja. Also du nimmst sie wahr, weil man darf nicht vergessen, es gibt Menschen, die sind wie Portale. Deswegen sage ich immer, seien wir vorsichtig. Portale zwischen durchsichtige Welt und diese Welt. Ja? Und wenn sie aktiv sind, können sie diesen Portal immer öffnen. Und es kommen diese Wesen rüber. Und du weißt nicht, welche Wesen rüberkommen. Es gibt auch Entitäten, Wesen, die Parasiten sind, wie ich schon vorhin gesagt habe. Leider gibt es auch solche Dinge. Und du kannst dir sowas auffangen und du rennst dann rum mit sowas. Es gibt auch Larven. Ich hoffe, ich sage das richtig auf Deutsch. Larven. Also das sind wie wenn, also wenn ihr Muslime seid, gibt es doch die Djinn. Und bei den Djinn gibt es ja auch Kategorien. Ja? Es gibt auch die Djinn, wo mit den Menschen gut auskommen, aber es gibt auch Djinn, die Scherze machen, die sich lustig machen über uns. Ja? Deswegen sage ich also, in jeder Kultur wird es anders beschrieben. Das ist wie die Engel und auch die Dämonen, aber das sind keine Dämonen. Nein, 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 die sind nicht so schrecklich. Also wenn das ein Dämon ist, dann ist es ganz anders. Ja? Sondern das sind zum Beispiel in Spanien oder in Mexiko sind es die Voladores. Genau so, ich habe es auch in meiner Isis-Heilungsprozess, dieses Spirituelle, dass wir sie entfernen, weil diese Dinge sich in deinem Mentalen hängen. Also sie hängen sich mental auf der rechten Seite zum Beispiel der Gehirnhälfte und sie manipulieren dich die ganze Zeit mit schlechten Gedanken. Ja? Schlechte Gedanken oder schlechte Informationen. Du denkst, dass du das Richtige machst, aber das ist doch nicht richtig. Du wirst es dann sehen. Also sie geben dir falsche Informationen, ja? Also deswegen sage ich ja, wenn du jetzt, lieber Skorpion, jemand bist, der solche Fähigkeiten hat, pass gut auf, ja? Du bist zwar geschützt, also ich sage mal so, du bist hier geschützt. Du normalerweise non corrigo il pericolo. Du bist nicht dieser Gefahr gestellt. Aber immer vorsichtig sein, ja? Schütze dich immer, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich denke, du hast hier wirklich Kontakt mit diese Dimension, aber es ist wichtig, wenn du jetzt triumphieren willst für deine Zukunft, dass du dich jetzt nach deinem Glück richtest, weil das Glück ist in dir. Du bist dein eigenes Glückbringer. Ja? Sagen wir mal so, du bist hier wie, ich sag mal, geführt von dieses Wesen oder auch manchmal ist es die Seele selber. Das höre ich, ja. Aber es ist auch oft so, dass wir auch von anderen Wesen geführt werden, ja? Die müssen nicht unbedingt von dieser Dimension sein. Mit wem hast du zu tun? Waage, Jungfrau, Mercurio, also vielleicht hast du hier auch mit einem Geburtstagskind zu tun, ja, kann ja gut sein, Jungfrau hat Geburtstag, Zwillinge, Jungfrau schon wieder, Mercurio, Kommunikation, geschieht sie wirklich? Das ist die Frage, geschieht diese Kommunikation oder ist sie nicht da? Weil das kann auch gut sein. Steinbock, also du hast sehr viele
viele, zwei Stück Erdelemente und zwei Luftelemente, sagen wir mal so. Ja, zwei Luft und zwei Erde, okay? Du nimmst mir hier auf? Ja, das ist das Ende sozusagen. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Ich freue mich wahnsinnig gerne über einen Kommentar. Ich lese gern. Ich lese euch wirklich gerne. Das gefällt mir. Ich bin jemand, der sehr gerne auch Erfahrungen anderen zuhört. Was ich nur gemerkt habe, das ist wahnsinnig. Es gibt Menschen, die nicht erzählen, sondern nur von sich preisgeben, wie toll sie sind. Das ist kein Erzählen, das will ich nur ganz kurz sagen, weil es wichtig ist, die Menschen sollten seine Geschichten erzählen, ohne sich zu loben, weil Eigenlob stinkt. Ja? Ich sage es einfach so, weil ja, es gibt viele Menschen, die erzählen, aber die erzählen nicht die Geschichte, sondern sie erzählen, wie gut sie sind. Ne? Und das ist nicht perfekt und das ist nicht schön und das ist auch kein Vorbild. Ja? Man sollte die Geschichte erzählen, ohne irgendwie sich so hart darzustellen. Ja, ich bin der Sieger, ich habe das gemacht, ich bin der Beste. Das geht nicht so, funktioniert nicht so. Ja? Erfahrung zu teilen bedeutet einfach, ich finde das toll, was ich da für eine Community habe. Ihr schreibt die Dinge wortwörtlich, auch manchmal, wenn sie tragisch sind, dramatisch auch sind und nicht schön und nicht... Was heißt nicht schön? Nicht schön, weil ich sie nicht lesen will oder nicht schön, weil sie nicht schön geschrieben sind. Nein, nein, weil man jemanden verloren hat und das ist Schmerzen. Es gibt Menschen, die mir sogar privat schreiben, ich habe meine Kinder verloren. Nicht nur eins, sondern zwei. Ich habe meinen Mann verloren, meine Tochter. Leute, es gibt viele Geschichten auf dieser Erde. Ich denke, wir sind hier nicht umsonst gekommen. Wir sind hier gekommen, um zu lernen. Lass uns weiter lernen. Ja? Okay. Ich freue mich, wie gesagt, auch für einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, lieber Skorpion. Mach's gut. Ciao.